Was ist denn eigentlich das große Problem, wenn der Bobul mit anderen Rassen gekreuzt wird? Wir sind ja alle aufgewachsen, wo uns dann immer erklärt wurde, dass der Mischling doch viel gesünder sei als der Rassehund und man sich auf Mischlinge konzentrieren sollte. Das heißt also, wenn man jetzt denkt, der Bobul hat gesundheitliche Probleme oder wie auch immer, würde es dann nicht Sinn machen, eine andere Rasse einzukreuzen, um den Hund gesünder zu machen? Ist das wirklich die Realität? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, ob man, wenn das unter richtigen züchterischen Voraussetzungen gemacht werden würde, ob das eine Verbesserung der Gesundheit hinzufügen würde oder verbessern würde. Weiß ich nicht. Es ist möglich. Aber jetzt kommen wir mal ganz kurz zur Realität. Und die Realität ist, wenn gekreuzt wird, wird das zu 99,9% gemacht mit ungetesteten Hunden. Ich würde sogar behaupten, die meiste Kreuzung von Rassen findet statt unabsichtlich. Das heißt, Nachbarshund ist über den Zaun gesprungen oder man hat halt zwei verschiedene Hunde anderer Rassen zusammengehalten und da kamen Welpen raus. Und dann werden da ganz tolle Geschichten drum gesponnen, warum das jetzt einfach besser wäre. Könnte sein, aber das Problem ist wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand, also wenn ich jetzt hier einen guten Zuchtrüden habe, ja, also mein Aragon früher oder ein Elfenfeuer, und da würde jemand mit seinem Bendog oder auch der anderen Rasse ankommen und sagen, kann ich bitte deinen Rüden verwenden, den würde ich nie im Leben hergeben. Nie im Leben. Ja, das kannst du komplett vergessen. Würde ich nie machen. Das heißt also, die gehen zu irgendjemand, der irgendeinen Hund hat und verpaaren den. Ja, vielleicht hat der Nachbar hat halt auch einen Bobul oder einen Hund anderer Rassen und dann wird halt kombiniert. Und selbst irgendwo, ich glaube in Deutschland, jemand, der Broholmer mit Bobuls kreuzt, absichtlich anscheinend, und die dann verkauft. Dann frag doch mal nach, ob die getestet wurden. Und selbst wenn der Hund getestet wurde, was ist denn mit denen seinen Eltern? Wisst ihr, wer die Eltern sind? Da ist ein Hund und du weißt nicht, wo er herkommt, du weißt nicht, was er hat, du weißt nicht, was seine Eltern hatten. Du kannst ja auch ganz einfach einen Hund haben mit 0,0 Hüften, von dem beide Eltern HD schwer hatten. Das ist vollkommen möglich. Und dass dann die Welpen nicht so gut sind, ist eine klare Sache. Oder es gibt gerade einen ganz prominenten Fall, wo ein sehr, sehr schöner Bobulrüde versucht, sich einen Namen aufzubauen in der Zuchtwelt. Und der hat relativ weit hinten schwarze Vorfahren. So, und dieser Hund produziert jetzt ganz grausame Gesundheitsprobleme, die es im Bobul vorher nicht gab. Besonders wenn der mit anderen schwarzen Hunden oder Hunden, die schwarze Generationen hinten dran haben, verpaart werden. Da sind wir. Und der Bobul hat schon genug Probleme, mit dem man sich auseinandersetzt. Ich brauche nicht noch neue. Und schon gar nicht für was? Für eine Farbe? Wenn das jetzt wirklich eine Verbesserung wäre, wesentlich oder bewegungsmäßig, wäre das vielleicht eine Überlegung wert. Aber die Sache ist, der hat produziert Welpen. Du kannst den Labrador förmlich sehen in den Welpen. Der Schwanzansatz, die Haare, die Farbe. Es ist alles Labrador. Und ob der Labrador jetzt gesünder ist als der Bobul, ist eine große Frage. Und dann vor allen Dingen nochmal, welcher Labrador wurde denn da verwendet? Weil die haben wahrscheinlich irgendeinen Hund genommen, von dem keiner weiß, was er soll. Also, wenn das ordentlich gemacht werden würde mit ordentlichen Hunden, könnte das unter Umständen eine Verbesserung der Rasse darstellen.
Aber in dem Maße oder wie das momentan gehandhabt wird, ist das auf jeden Fall kein Vorfall. Und da sind ganz brutale Gesundheitsprobleme gekommen, von denen will ich nichts wissen. Und die will ich auch bestimmt nicht im Bubble haben und schon gar nicht für eine Farbe.